Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild und wir fliegen nun weiter ins Gebiet, das uns noch unbekannt ist. Deswegen werden wir heute versuchen, den Turm zu aktivieren, damit wir die Karte bekommen und uns genauer anschauen können, was es hier alles gibt. Ich werde mal die farbigen Markierungen durchgehen und gucken, was ist das, was ist das Grüne eigentlich? Ah, die Sidequest mit der Wächterfrau. Genau, stimmt. Denke mal, die werde ich irgendwann reinschneiden, dass ich die abgeschlossen habe. Oder mache sie offscreen kurz damit. Also ich meine, wir haben sie eingesammelt, wissen, was die will. Die Reaktion von der ist jetzt nicht unbedingt spektakulär, wenn man ihr die Bilder zeigt. Deswegen denke ich, dass es nicht unbedingt notwendig sein wird, diese Szene reinzunehmen. Aber je nachdem, vielleicht gucke ich mal, ob ich es irgendwo noch ans Ende schneide. Ja, mal gucken. Zack, zack, Boys. Hier vorne müsste ein Schrein... Oh, da ist auch der Turm schon. Ich gehe mal zum Schrein hier. Dann kann ich nämlich eine weitere Markierung benutzen für den Turm, damit ich mir das besser... den Weg da besser bahnen kann. Dieser Sprint-Trick ist einfach insane. Okay, nicht wenn du hier bist. Dich mag keiner. Nach dir hat auch keiner gefragt. Nach euch auch nicht. Alter, die haben das ganze Gras on fire gesetzt hier. Ah, ich brenne. Fuck. Heieiei. Was ist hier? Nochmal Rüstgras. Da vorne wird uns auch schon der Schrein die ganze Zeit angezeigt. Ich glaube, hier in diesem Wald war noch irgendwas. Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher da, aber es könnte sein. Oh, diese ganzen... Hört auf, das Gras anzuzünden, diese schöne Landschaft. No shit, Jungs, no shit. Oh shit. Och nee, oh das, och nee. Das muss jetzt nicht sein. Hä? Mach doch kaputt! Oh mein Gott. Ach, der Kopf von dem Dude lebt noch. Holy moly, Alter. So viel passiert hier. Zu viel. Boah, das waren viele Moblinhauer gerade. Okay. Dieser Wald war verflucht anscheinend. Dann gehen wir zum Schrein da vorne. Das Piepen fuckt ab. Wir wollen ihn... Ach, nee. Ein Weißer! Der ist neu, der ist neu. Oder? Wo ist er hin? Nee, ein Silberner, lol. Ich dachte, die heißen Weiße, Bockblins. Oh mein Gott, macht der Damage! Was? Hört mal auf, es reicht. Alter, chill mal. Alter, chill mal. Alter, chill mal. What the hell? Dude, ich bin gerade erst aufgestanden. Aufwind, komm. Alter Schwede. Alter, es sind noch mehr. Es sind einfach noch mehr. Wie dreist ist das bitte? Der Typ lebt halt noch, stimmt. Voll vergessen, den Dude. Okay, 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 was tue ich? Weg damit. Hä, mit dem Scheiß. Der macht nämlich sehr viel Damage. Ja, okay, sehr viel ist übertrieben, aber immerhin nicht wenig. Wollt mich verarschen? Das ist ein normales Schwein. Och nee, ist ein Krok oder was? Wie ging das mit den Äpfeln nochmal? So. Lass es mal. Nicht du auch noch, Alter. Verpiss dich. Stachel-Exalbogen. Das war der stärkere, glaube ich. Stahl. Fuck, wie ging das nochmal? So. Ja, okay. Hat's noch im Kopf. Und das wäre ärgerlich gewesen, hätten wir diesen Krog nochmal machen müssen.
Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Aber zum Glück, oh nein. Was liegt hier im Boden? Achso, die Hörner. Okay, dann nochmal zum Bockblind da oben. Holy moly. Ist er wieder auf seinem Pferd? Ja, ist er. Fuck. Also eigentlich habe ich das Foto, mehr will ich auch nicht, deswegen... lass mich einfach hier durch, danke. Kann ich das Pferd einmal nehmen? Ja, geil, let's go. Simba schneller da und da ist noch ein Croc. So. Erhören wir unsere Gebete, indem wir einen Apfel in die Schale Gottes legen. Okay, Spaß. Erhören wir die Crocs. Da hinten ist ein Schrein. Den habe ich, glaube ich, schon markiert. Das ist nämlich noch ein Stall. Wenn ich mich nicht... Isst du mir gerade meine Äpfel weg? Du dreistes Stück, Spaß. Ja, siehst du, guck mal. Perfekt. Okay, dann schreien. Schnell, bevor das Piepen nicht mehr aufhören will. Das wäre kacke. Der Dahishino-Schrein. So, gucken wir mal rein. Oh, eine Kraftprobe. Auf leicht, okay. Immerhin. Sollte er dann kein Problem sein, diese Probe zu bestehen. Soweit ich mich erinnern kann, haben diese Dinger auch nur eine Waffe. Der Dude hat zum Beispiel... Wollte gerade sagen, nur ein Schwert, aber der hat so eine riesige Axt einfach. Alter, Schimmer. So. Den haben wir gleich. Der hat nicht so viel HP. Meine Zeremonienlanze ist aber schon kaputt. Oh nein. Du machst mir keine Power-Ups, mein Lieber. By the way, die Axt nehme ich gerne, ja. Ach, komplett auf der anderen Seite. War es auch sonst. So, wo sind wir hier? Haben wir diese Axt schon? Tatsächlich nicht. Eine Wächter-Axt. Eine ganz normale. Aber ich glaube, für den Waffennachquest... Plus 13, Alter. Für die Waffennachquest braucht man eine Wächter-Axt plus. Und was brauche ich vorher noch? Der Waffennah. Ein Doppelschuss. Dieser scheiß Doppelschussbogen. Wo kriege ich den her? Ich weiß, ich krieg den, wenn ich Jäger kille, aber wo sind die Jäger, die diesen Bogen haben? Bitte nichts Waffenmäßiges. Ein Riesenkern, das ist nice. Wie viel haben wir von denen eigentlich? Zwei Stück nur, okay. Ja. Die werden wir noch brauchen. Unter anderem auch in diesem Gebiet, wo wir uns gerade befinden. Deswegen sind die immer nice to have. Unser Zeichen der Bewährung kriegen wir. Wir können uns wieder ein Herz holen. Nice, nice. So, weiter geht's. Den Turm wollte ich mir markieren. Genau. Das Ding ist aber, ich glaube, allein um dorthin zu kommen, brauchen wir schon... Ich glaube, das Schlauste, was wir machen können, wäre, die Wasserfälle dort hochzuschwimmen. Ist, glaube ich, der schnellste Weg, weil dann können wir da easy rüberfliegen. Weil andererseits müssten wir klettern. Und dafür reicht wahrscheinlich unsere Ausdauer nicht aus. Was... Ja, ich will eigentlich das Gebiet erst erkunden, sobald wir den Turm haben. Deswegen... gehe ich jetzt am besten einfach mal zum Turm. Das sollte eigentlich drin liegen, den Turm noch zu holen. Wenn wir jetzt nicht hier... noch ewig in der Weltgeschichte rumreisen, aber... Ach nee. Feinde gibt es natürlich auch noch überall. Naja. Nicht pfeifen, wenn Gegner in der Nähe sind. Link, bist du des Wahnsinns? Was sind das denn für Exalfos? Das neue Feuer-Exalfos. Was denn da? Da war auch gerade was. Okay, Foto nehme ich gerne mit, aber mehr auch nicht.
Kontakt mit dir möchte ich vermeiden. Social Distancing, ihr wisst Bescheid. Ich brauche die Soa-Rüstung. Einfach schnell zum Wasserfall. Am besten keinen Feindkontakt. Das wäre sehr nice. Ein Oktorok, wahrscheinlich. Verpiss dich, keiner mag dich. Ein Angriff im Wasser. Ich wusste nicht mal, dass es geht mit dem Ting. Mit dem Ting, genau. Mhm. Wir sind Big Shark, the Tingos. Skra. Warum fallen mir solche Memes immer ein? Das war vor 4 Jahren oder so mit diesem Typen, ne? Was macht er eigentlich? Gibt's den noch? Macht er noch Musik? Also, Musik. Südackerler Brücke. Okay, das ist das. Das ist doch safe ein Croc da, oder nicht? Warum macht das eigentlich? Ja, tut es. Oh mein Gott. Oh, Jesus. Okay, das war sneaky, der Croc. Den würde man auch nicht sehen, wenn man nicht auf die Idee kommen würde, bei den Wasserfällen drunter durchzuschwimmen. Bin halt schlau, wisst ihr? Kappa. So, dann holen wir uns noch ein paar Fische. Yeet. Lecker Fischi. Hey, hey, hey. So. Dann rauf da. Geht das? Ja. Und wenn das nicht geklappt hätte jetzt, das wäre auch big move gewesen. Könnte noch irgendeine Kiste sein hinter dem Wasserfall. Sieht aber nicht so aus. Alright. Besser für uns. Hier oben ist ein Gebiet eines anderen. Ah. Ah, hier waren wir schon. Ah, okay. Okay, okay, okay. Da ist wieder unser Freund. Okay. Unser Freund war es nicht wirklich, aber egal. Ja gut, dann kurz Klettersachen wieder anziehen, denn wir werden gleich wahrscheinlich ein bisschen klettern müssen. Und dann auf dahin. Denke mal, das wird aber etwas schwieriger wieder. Ach Gott, ich habe nicht gesehen, dass da so ein Wächter direkt umfliegt. Wie habe ich das nicht gesehen? Der ist ja ultra big. So, die Akala Festung müsste das dann wohl sein. Okay, noch nicht hier. Das zählt noch nicht zur Festung. Okay. Oh, warte mal. Was haben wir hier? Aha. Ein Croc. Wie er im Buche steht. Jawohl. Okay, was ist hier unten? Da war noch was. Was bringen diese Kanonen? Kann ich damit irgendwas machen? Ein Hinox. Erst wenn wir den Turm haben. Ich markiere mir den aber trotzdem. Wenn es denn geht. Es geht nicht. Scheiße. Ja, den Turm brauche ich mir nicht mehr markieren. Ich will wissen, wo der ist. Machen wir so. Dann so, so. Zack. Und unsere Hinox-Markierung. Der Edelstein. Ein Soldatenschild. Haben wir den schon? Ich glaube schon. Ja. Aufnehmen können wir ihn auch nicht. Okay, dann wieder nach oben. Ah, das war dumm, jetzt hier runter zu droppen. Fuck. Fuck. Ach, scheiß auf. Ich war waste mal mit Ausdauer-Food. Jetzt, wenn ich schon... Tue ich doch nicht. Fuck. Und ciao, Link. Oioioi. Oh Gott. Das war nicht sehr viel überlegt von mir gerade. Okay, hier wieder. Du sollst hoch, dann wieder laufen, Link. Du sollst den Berg hoch laufen. Weil wir einfach Mountain Walkers. Okay, wir lassen's. Wir klettern normal, sonst dauert das wieder zu lange hier. Wir haben ja schon die volle Kletterrüstung mit ein bisschen. Oh. Auf einmal kannst du den Berg doch hochlaufen. Feierbar. Okay, da oben können wir safe stehen. Jetzt wieder ein bisschen. Auffüllen. So, sind wir wieder oben. Besser ist es. Oh, jetzt kommt der Typ wieder. Alter, dieser scheiß Stuhl. Warum quietscht er so? Meine Fresse. Wir wurden gerade fast erwischt und ich war komplett nicht dabei. So seelisch. Das war wieder die Bälle, die wir verkackt haben mitzunehmen. Aber das ist die Ruine der Akala-Festung.
Ich will gerne wissen, wie das vor der Zerstörung aussah. Denn das muss schon eine heftige Festung gewesen sein. Was ist denn hier los? Wozu dient das? Um die Wächter zu töten, oder was? Ah. Oh, da ist auch noch ein Schrein. Oh, eine Waffe. Ein Soldaten, zwei Hände. Habe ich da was, was ich eventuell austauschen könnte? Ja, das Sora-Schwert. Das ist nicht unbedingt die beste Waffe. Ja, nice. Ja, ein Schrein in der Nähe. Ach, wirklich? Den habe ich ja fast nicht gesehen. Guck mal, ein Schrein in der Nähe. Wow, krass. Habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, ist der close. Wir sollten... Da ist ein Stall. Da ist einfach ein Stall. Da gehen wir auf jeden Fall bald hin. Aber erstmal den Turm holen. Der hat gerade Vorrang. Dann können wir nämlich... Oh oh. Nach links würde ich sagen. Sonst fallen wir hier noch komplett... Link ist einfach ein King. Wie kann er hier klettern? Link ist einfach Spider-Man. Wir müssen es ja machen. Wir müssen es ja machen. Wir müssen es... Ich kann nicht reden. Wir müssen es ihm einfach lassen, dass er Spider-Man ist. Jetzt bräuchte so ein Mod, wo Links Outfit einfach nur Spider-Man-Kostüm ist. Das würde so viel besser passen. Vor allem hier. Was waren das für Vögel? Ernsthaft? Ihr wollt mich schon verarschen, oder? Das muss ein Joke sein, oder? Nee, nicht klettern. Hier. Ja, da. Also wenn ich jetzt hier runterrutsche, macht das keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Es ist trocken hier. Wie soll ich denn jetzt nach oben kommen, wenn es regnet? Nintendo, verarsch mich doch nicht immer. Lass mich hoch. Wollt ihr mich verarschen? Ey, euer Timing ist echt... lächerlich. Immer wenn ich aufnehme oder wenn ich irgendwo hoch muss, dann regnet sie aber einfach komplett alles weg. Boah, wenn ich jetzt hier ein Lagerfeuer machen kann, so ganz sneaky hier in der Ecke, dann bin ich der King, warte. Pass auf. Aha, let's go. Machen wir bis abends. Ich hoffe, da regnet es nicht. Das wäre dann nochmal extra belastend. Okay, doch nicht. ich hatte schon meine Bedenken. So, Nintendo, wie sehen wir es denn? Lasst ihr mich jetzt diesen Berg erklimmen? Oder nicht?